Hallo, heute kommt endlich das Auflösungsvideo. Viele von euch haben ja schon länger darauf gewartet. Ja, ich will jetzt auch gar nicht lange erzählen, wir fangen gleich an. Falls ihr das Video vom Probereiten von mir noch nicht kennt, schaut euch das doch am besten erstmal an. Den Link packe ich euch unten nochmal in die Infobox rein. Wir fangen gleich bei dem ersten Pferd an. Das erste Pferd war das Pferd, wo sich die Geister so am meisten geschieden haben. Die eine Gruppe hat gesagt, er ist sicherlich ein sehr gutes Pferd, er ist noch jung und er kann so viel, ihr könnt bestimmt richtig viel zusammen lernen und erreichen. Die andere Gruppe hingegen hat gesagt, ja, er hat keinen guten Körperbau und andere haben auch gesagt, er ist gar nicht gut geritten, oh mein Gott, kauf auf keinen Fall Pferd 1. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin mehr so bei der Meinung der zweiten Gruppe dabei. Also ich bin den geritten und ich wusste nach 2 Minuten, das ist absolut kein Pferd für mich. Ich blende euch jetzt nochmal ein paar Videosequenzen von ihm ein, um euch das einfach nochmal genauer zu zeigen. Im Schritt könnt ihr genau sehen, dass er sich oft hinter der Senkrechten verkriecht und ich habe eigentlich auch einen verhältnismäßig langen Zügel, also er hätte das wirklich gar nicht machen müssen. Unsere andere Schwierigkeit war, ich habe wirklich ganz schön rumwurschteln müssen, um ihn in den Galopp zu bekommen. Wenn ihr hier mal genauer hinschaut, wie sehr ich auf ihm drauf rumwackel, weil ich probiere ihn in dem Moment anzugaloppieren, aber er reagiert einfach gar nicht auf die Hilfe. Ich muss sagen, wir sind dann vom Probereiten heimgefahren und ich habe echt überlegt, sag mal, warst du jetzt zu dumm, das Pferd zu reiten? Oder war das Pferd einfach... ja, von den Hilfen nicht so fein abgestimmt. Ich hatte da echt ein bisschen Bedenken, muss ich sagen. Aber als ich die anderen drei dann geritten bin, das hat mir die Bedenken so genommen, weil da hatte ich keinerlei Probleme mit die zu bedienen. Das Pferd Nummer 3, das war so das Pferd, wo ja der Großteil wirklich gesagt hat, das passt einfach nicht zu dir, das ist einfach ein bisschen zu massig für dich, du bist zu schlank und so klein und dann dieses riesige Pferd, das wirkt einfach nicht so. Also ich muss sagen, vom Reiten her hat sie mir auch Spaß gemacht und der Galopp war wirklich unheimlich toll zu sitzen, aber irgendwie saß ich auch so drauf und naja, also es hat Spaß gemacht, aber so mein Herz hat mir gesagt, das ist einfach nicht dein Pferd. Es ist ein gutes Pferd und es macht richtig Spaß zu reiten, aber es gehört nicht zu dir. Jetzt zeige ich euch noch mal ein paar kurze Sequenzen von ihr, damit ihr sie euch noch mal ein bisschen in Erinnerung rufen könnt. So, und dann kommen wir jetzt zu den anderen beiden Pferden, Pferd Nummer 2, der Schimmelwallach, und Pferd Nummer 4, die braune Stute. Die zwei waren auch meine Favoriten, das ging ja den meisten von euch auch so. Das hat mich natürlich ein bisschen gefreut. Das waren die zwei, ja, da hat das Gefühl einfach so am meisten gepasst. Die meisten von euch haben zu Pferd Nummer 4 tendiert. Und ich muss auch sagen, es war so eine liebe Stute und total verschmust. Und das Gefühl auf ihr beim Reiten war auch richtig schön. Aber, jetzt kommt das Aber, ich hatte so ein bisschen Bedenken bei ihr, weil sie war wirklich sehr, sehr, sehr sensibel. Man musste die Hilfen wirklich absolut gut vorbereiten und sehr fein sein, weil sie sonst so ein bisschen Panik bekommen hat, weil sie nicht wusste und nicht verstanden hat, was man von einem will. Außerdem, als wir sie so auf dem Hof rumgeführt haben, hat sie die ganze Zeit so hinter sich gehört, ob da nicht irgendwas sein könnte, ob nicht gleich irgendwas aus dem Gebüsch rausgesprungen kommt. Also sie war sehr unsicher. Man musste ihr als Reiter sehr viel Sicherheit geben, ja, damit sie so cool durch die Halle läuft. Und ja, ich denke, dass sie sicherlich eine lange Zeit braucht, um ein bisschen ruhiger zu werden. Das war so das, was mich ein bisschen... ja, nachdenklich gemacht hat, ob sie das richtige Pferd für mich ist. Deshalb, wie sich die meisten jetzt schon denken können, habe ich mich für den Wallach, für den Schimmelwallach, das ist Pferd Nummer 2, entschieden.
Weil irgendwie, er war so das Pferd, was beim Reiten so, ja, wo die Abstimmung zwischen uns beiden so am besten geklappt hat. Also ich habe die Hilfen gegeben und er so nach dem Motto, ja, wenn du meinst, dann mache ich das eben so ganz locker, als hätte er noch nie was anderes gemacht. Ja, und das Gefühl auf ihm war auch richtig schön. Ich mag seinen Trab besonders sehr. Ja, und er war auch einfach so ein nettes und unkompliziertes Pferd, was ich auch ganz schön fand. Er steht jetzt schon 5 Tage bei uns im Stall und wir gewöhnen uns gerade aneinander. Natürlich haben wir auch ein paar anfängliche Schwierigkeiten, aber er ist ja noch ein junges Pferd. Er ist zum Beispiel sehr empfindlich an den Ohren und man muss ein bisschen taktisch geschickt sein, um ihn zu halftern und zu trensen. Aber sonst so beim Longieren und auch beim Reiten ist er total brav und auch das Führen auf die Wiese, von der Wiese ist alles kein Problem. Also dürft ihr euch in nächster Zeit noch auf mehr Videos mit meinem neuen Schimmel freuen. Und ich hoffe, dass wir zu einem guten Team heranwachsen und ja, dass er schnell Vertrauen zu uns fasst und dass wir richtig viel Spaß in der nächsten Zeit haben und große Fortschritte machen. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr versteht meine Entscheidung und ihr freut euch auch ein bisschen auf neue Videos mit ihm. Ich sage jetzt Tschüss und schönen Tag euch noch. Ciao!